Ich hab Spaß beim Dreh. Hast du auch Spaß beim Dreh? Ich habe auch Spaß beim Dreh. Hast du Spaß beim Dreh? Ich hab auch Spaß beim Dreh. Hast du Spaß beim Dreh? Ich habe Spaß beim Dreh. Und du hast Spaß beim Dreh? Ich hab auch Spaß beim Dreh. Wir haben Spaß beim Dreh. Hallo ihr Lieben, ich bin überaus glücklich, euch verkünden zu dürfen. Es sind alle Doctessa Staffel 2 Szenen im Kasten. Oh, ich bin so erleichtert, dass alles geklappt hat, der ganze Plan hat funktioniert. Wir haben insgesamt 10 Tage gedreht. Es können jetzt höchstens noch so ein paar Fitzeldrehs kommen, so einmal kurz ein paar Sekunden vor irgendeiner Greenscreen-Wand oder so. Aber insgesamt waren es jetzt 10 Drehtage. Komplett eine Woche davon, also 7 Tage in Berlin. Und ja, jetzt geht's ans fleißige Schneiden. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit jetzt, das Ganze noch mit Effekten zu versehen und zu schneiden und bli und bla. Es werden definitiv 3 Folgen, eine Trilogie. Die hat auch einen Namen, die verrate ich jetzt aber noch nicht. Und jede Folge wird so knapp 10 Minuten dauern. Bisschen mehr vielleicht, so 11, 12 Minuten teilweise. Aber so um den Dreh immer so knapp 10 Minuten. Und ich möchte da auch gerne nochmal auf einen Kommentar eingehen, der unter einem meiner Ankündigungsvideos stand. Da ging es irgendwie so nach dem Motto, was? Nur so kurze Folgen und dann nur 3 und dann wahrscheinlich wieder so lange warten und etc. pp. Dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar, wie ihr jetzt gesehen habt, vor allem auch auf Instagram, wo ich ja wirklich jeden Tag Updates mache. Wie ihr gesehen habt, ist das so ein Haufen Arbeit. Es waren 10 volle Drehtage. Ich habe mir dafür extra eine ganze Woche freigenommen, bin nach Berlin gefahren und habe dort von morgens bis abends mit wunderbaren Darstellern gedreht. Zu den Darstellern nochmal ganz kurz. Ich habe ja nur einen verraten, den Santiago Ziesma, den ihr hier auch vor dem Intro gesehen habt. Die anderen verrate ich noch nicht, das halte ich für Spoilern. Es wird sehr viel gerätselt, gemutmaßt. Und dass da auch ganz viele YouTuber mitmachen und so. Also das verrate ich schon mal. Es ist nur eine Person dabei, die ihr wahrscheinlich von YouTube auch so kennt. Zusätzlich. Und das andere sind alles Darsteller von Film, Fernsehen, Kino und Bühne. Mehr verrate ich noch nicht. Das ist jetzt wirklich ein immer häppchenweise. Aber ich schweife ab. Nein, ich wollte sagen, es ist eine Woche habe ich mir dafür Arbeit genommen und es ist einfach ein Herzensprojekt von mir in erster Linie. Es ist unglaublich schön, da jetzt anzusetzen und nach diesem Cliffhanger der 7. Folge diese Geschichte überhaupt fortzuführen und für mich zu einer runden Sache zu machen. Dann natürlich euer eiserner Wille. Der hat mich auch sehr bestärkt, weil, wie gesagt, es vergeht wirklich keine Woche, in der nicht unter irgendeinem Video, unter irgendeinem Kommentar auf Instagram immer mal gefragt wird, wann geht's weiter mit dem Doctessa. Und das hat mich auch bestärkt. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass da noch Interesse besteht nach fast 6 Jahren jetzt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich euch sagen möchte, es ist einfach ein Herzensprojekt. Viele Leute haben mir dabei geholfen. Einer hilft mir auch jetzt noch in der Nachbearbeitung so unfassbar doll. Vielen Dank, du weißt, dass ich dich meine. Und das rührt mich zutiefst. Aber wenn wir das wirklich professionell drehen wollen, so mit richtig 10 Folgen pro Staffel oder so weiter und so fort, dann müsste da richtig Budget fließen. So. Das heißt, wenn ihr einen Produzenten kennt oder jemand, der das gerne sponsern will, so dass ich die Darsteller auch bezahlen kann und Catering, allein schon was Catering kostet und so weiter und so fort, so dass das Arbeitszeit wird, dann könnte man natürlich ein richtig riesen Ding drehen. So habe ich es jetzt aber aufs Wesentliche konzentriert, in 3 Folgen gepackt, knappe 10 Minuten und finde dafür für diesen ganzen Aufwand, den wir hatten, oder für dieses Herzensprojekt, ist es wichtig gewesen, diesen Aufwand zu nehmen, so wäre es korrekt ausgedrückt, um euch dieses jetzt zu bieten. Und bitte habt ein Nachsehen, dass es nur 10 Minuten mal 3 sind. Aber es sind 10 Minuten mal 3. Es geht weiter mit Doctessa und das ist doch das Geile, oder? Und ich bin sehr gespannt
für eure Reaktionen. Ihr dürft euch auch gerne wieder filmen, wenn ihr das guckt. Ich gucke das zu gerne. Habe ich ja letztes Mal auch. Ich werde auch noch das Reaction-Video hochladen von der 7. Folge, weil ich es unfassbar toll fand. Und auch jetzt noch sehr, wie die Sachen, die ich mir so ausgedacht habe, ankamen und wie die Reaktionen darauf waren. Aber das seht ihr bald. So, für mich heißt es jetzt aber erstmal ab nach Dresden und Adams Family spielen. Deswegen gehe ich auch nicht mehr zum Friseur jetzt, obwohl ich sie ja jetzt meine Frisur wieder machen könnte, weil Dr. Tesso abgedreht ist. Aber jetzt kommt ja die Glatze für Adams Family. Wie, habt ihr noch nicht gesehen das Video? Ha, dann klickt mal hier drauf und dann kommt vorbei. Ich würde mich freuen. Also, ansonsten, ja, bleibt hier gewogen, abonniert den Kanal und klickt die Glocke an. Dann kriegt ihr auch auf jeden Fall mit, wenn es mit dem Dr. Tesso weitergeht. Bis dann, euer Gnichel.